Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Mit mir in den Kabinen. Ich bin Villa zurückgefahren, das wird die Kapuze. Lasst mich erklären, es ist nämlich jeden Tag später. Und ich habe jetzt also überlegt, ach scheiß drauf. Wir machen jetzt erstmal hier weiter, Questen weiter. Ich kann die Horde auch erstmal hier machen. Wir werden so oder so nochmal umziehen. Und zwar in Zerstörterin. Und ja gut, habe ich mir da... Ich habe mir jetzt... ist vielleicht eine bessere Idee, das so zu machen. Wir gehen jetzt nochmal schnell nach Jen rüber. Verkaufen den ganzen Sheet. Kaufen uns Munition und machen die nächste Quest. Und hoffen wir, dass wir dann genug Bücher zusammenkriegen, dass ich dann eben halt auch Maschinen bauen kann, Türme-mäßig. Und, oder beziehungsweise aufwerten können auf Beton. Habe ich mir gedacht, das, wie gesagt, das ist vielleicht besser. So, haben wir noch ein bisschen Zeit. Können wahrscheinlich die Dreier-Questen freischalten. Und kommen dann noch am besseren Stuff dran und kommen dann eben schneller ins Fünfer-Biom. Wenn ich jetzt da zurücktingle, dann bauen wir da rum und dann muss ich da Munition herstellen. Ist ja auch kein Blumentop gewonnen, habe ich mir so gedacht. Welcome to Trader Gens. Ich gehe schnell um hier schmissen, die ganze Sache, aber wie gesagt, für mich ist ein ganzer Tag rum. Also, wie für euch auch. Das wollte ich nicht verkaufen. Das wollte ich eigentlich für Pistolen aufheben. Naja, gut, egal. Kann ich nicht verkaufen? Warum kann ich das nicht verkaufen? Ich kann ja auch das verkaufen. Also lass mich das verkaufen. Ich brauche jetzt alles an Cash, was ich jetzt kriege. Gut, das bleibt jetzt, denn dann kann das weg, das kann weg. So, büchermäßig hatten wir ja nachgeschaut gestern. Da war noch nichts maschinentechnischerweise drin. Wie gesagt, das müssen wir erstmal suchen. Jo. Na, dann würde ich mal sagen, neue Munition. Give me please. Naja, ist ja nicht so viel, aber haben und brauchen, ne? Und ich kann mir dann ja, ich kann mir auch hier Munition herstellen. Das ist ja auch. Thanks for letting me take care of you. Ja, ja, ja. And be sure to tell your friends. Dann kann ich mich nochmal eine Quest machen. Es ist nur noch bei Nacht. Aber wir fangen jetzt voll an. Always looking for. I had a good feeling about you. Good luck. Und wir kennen ja jetzt den Weg. So. Und nur der Sachen rausgibt, kann auch Sachen einnehmen. Hoffe ich doch diesmal. So, dann mache ich mal ganz schnell leer. Also, wieder leer. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir zur Quest gehen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Also, bis gleich. Das reicht. So, bin fertig. Hab jetzt auch nochmal das Leben. Warte mal, das Leben angeschmissen, dass er das reinbrutzeln kann. Dann kann ich mir noch ein paar Spikes herstellen. Ja, wir werden nämlich dann. Zu ja, gewisse Zeit werden wir die Spikes umsetzen. Also, austauschen. Eisentechnischerweise. Ich muss ja nicht weit krauchen, bis wir das ganze Material haben. Das kriegen wir schon zusammen. Also, weiter in Cannes. Da ist eine Sau. Ob ich mir die Sau jetzt schon gönnen kann? Ja, kann ich. Und Mariko. Das ist die Rache, du Sau. Du nicht mehr. Du nicht mehr. So. Das war die Rache. Ich hab doch immer gesagt, man sieht sie immer ein zweites Mal. Sie jetzt nicht mehr. Es sei, sie ist braun wie Wieke. Das wäre doof. So, dann fahre ich mal hier querbeet. Ich habe auch schon gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich das rausgeschnitten habe oder nicht. Ich werde natürlich auf dem Weg zurück das eine oder andere Auto auseinanderschrauben müssen. Ich brauche ja Munition. Alter, und was geil wäre, wäre ja, wenn wir jetzt irgendwie noch die Zerstörte sehen würden. Ich würde sofort umziehen nach der Horde. Weil wie gesagt, das ist ja unser Endziel. Unser Endparadies. Und dann könnte ich die andere Base ausprobieren.
ist auch löcherig, sagen wir mal so. Aber komplett anders aufgebaut. Also ein bisschen anders. Ein bisschen Thomas anders. Oh, noch eine Sau. Noch eine Sau. Bleib mal hier. Doppeldrache. Du wirst mir munden. Ich hoffe jetzt zunächst, dass aber von hinten was kommt, was ich munde denn, also wo ich denn gemundet werde. Haha. Ja, ja, ist doch gut. Oh, warten Sie mal ganz kurz. Ich muss ja so oder so hin. Ah ja, gut. Gehen zwei Kügelchen, ne? Sie haben ihr Ziel erreicht. Na denn. Aber erstmal gucke ich mal kurz hier nach. Dann gibt es noch mehrere schöne Briefkästen. Ich will mal gucken hier, Junge. Ich wollte gerade sagen, ich nehme es zurück. Ja. Es ist Jagdsaison. Erstmal. Naja. Naja. Looten macht dem Teil hungrig, ne? Komm runter. Ich zeig dir mal einen spitzen Knüppel. Gratispunkte. Voll gratis. Gratis vor allen Dingen. Na denn, würde ich mal sagen, ich mache mal kurz mein Inventar ein bisschen leerer. Ich weiß ja nicht, was mich da drin erwartet. Loot-technischerweise. Das kann alles sein, aber auch gar nichts. Jo. Das war's schon. Mann, das ging aber schnell. Oh, Tabletten rin jetzt zwirbelt. Und ab jeder der Peter. Ich komme rin. Ich hätte jetzt gedacht, dass er oben in der Hof sitzen tut. Das hätte ich mir gerade so gedacht haben. Och Mann, echt jetzt? Mach mal cool. Wie eine Uhr. Oder so. Ich bin oben. Na denn. Ab jetzt gibt es kein Zurück. Ja doch, nach unten, aber gut. Wem haben wir denn da? Es ist ein Funzel. Geh doch nicht. Ist nur so einer. Einfach nur so einer. Naja. So, was haben wir hier? Blöcke. Dreck. Was für ein Dreck. Kann ich Munition sparen? Ja, kann ich. Wenn sie rauskommt. Ihr spart. Ja. Nee. Oh. Komm mal kurz rein. Guck mir mal die ganze Sache ein bisschen an. Weg schon. Hier geht's runter. Ich will noch nicht runter. Ich will erstmal gucken. Schlaf weiter. Ich sehe von hier nur nichts. Aber nur weil ich das nicht sehe, heißt es ja nicht, dass es nicht da ist. Habe ich ja gesagt. Ach so, die will auch. Das ist ein Funzel, ne?
Jetzt ist es ein Holzfäller. Oh, warten Sie mal, ja. Nee, bleiben Sie mal da. Immer diese Aufregung. Ist ja doch kein Kunze. Ich glaube, ich hab's hier rum. Er hat sich bewegt. Und da war auch was drin. Bin mir noch nicht sicher, was. Hallo. Kann ich mal kurz hier rinkommen? Ich muss mal kurz hier Sachen suchen. Wird wahrscheinlich weg, kurz hier rinkommen. Ich kick mal nach. Wie gesagt, die Türen brauche ich ja so oder so. Aha, geht's also nach draußen. Was war denn? Achso, eine Rockermütze. Eine Bikermütze. Mach dich nicht zum Schützen. Was? So, das haben wir auch. Da haben wir ein Füß. Ihr wisst ja, rektal, ne? Ist tödlich. Da ist nichts drin. Und hier geht's dann wieder nach unten. Korrekt. Ich guck mal, ja. So, naja, gut. Ist doch gut, Mann. Ich bin doch gleich draußen. Ich komm gleich. Ich muss doch erstmal hier. Wo ist er? Könnten Sie mal bitte ruhig sein? Geht doch. So was penetrant nicht. Oh, da ist ja eine Tür. Jetzt nicht mehr. So, gut. Aber hier sind wir jetzt durch. Zieht sie runter in den Keller. In den Keller. So. Ich nehme mal lieber die. Bist du oder bist du? Nee, du bist nicht. Aber da ist noch einer. So ein Maskenheini. Maskenheini. Aber den kick ich mir erstmal an. Hey, mach mal nicht alles. Du sollst nicht kaputt machen. Bin's wohl. Kakadu. Wenn ihr noch was kaputt macht, bin ich es. Nur mal so nebenbei. Es wusste er noch nicht. Alter, räusper, räusper. Klee, Moment. Mann, oh Mann. Hallo, nicht daneben. Da kriegt bestimmt eh ein Spike raus. Hallo? Hallo? Hallihallo? Oh. Nägel. Oh ja. Das wird schön für Munition genutzt. Jetzt geht's weiter. Da ist eine Tür. Die führt uns zum Hund und zum Zombie. Ich wusste das doch. Na gut, jetzt sehe ich den Hund nicht. Doch, jetzt schon. Jetzt sind so jetzt wieder. Runter mit dir! Tötet den Hund! Ihr Hunde! Warte mal kurz. Ich muss nachladen. Dankeschön. Ich glaube, der ist tot. Ja, der hört sich tot an. Very tot.
geht aber nicht da lang. Genau aus diesem Grund nicht. Damit hätte ich es nie gerechnet. Das war ja, ich hab ihn gesehen. Es bewegte sich doch nicht. Er bewegte sich und der ganze Raum mit. Ja, gut. War eine Illusion. Eine Illusion. Das ist nicht das, was ich haben wollte. Das schon eher. Na, noch nie ganz. Das ist das, was wir haben wollen. Nur ein bisschen mehr. Wir sind da erst Level 10. Das ist auch bloß Eisen. Ja, gut. Aber hier ist eine Schippe. Und ich hab meine nicht mehr bei. Warten Sie mal, ich muss mal kurz hier was wegschnabulieren und clean machen. Kabin braucht wohl ein bisschen Platz. So. Platz ist vorhanden. Ist hier unten irgendwas drin gewesen? Ich glaube nicht, ne? Außer Leder und so. Brauche ich nicht. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, begeben wir uns zurück nach Hause. Quest abgeben und Sachen machen. Also nochmal eine Quest. Weiter. Da. Da ist mein Gefährt. Und das fährt uns nach Hause. Warte mal. Und drin. Hallo. Also. So, wenn ich das jetzt noch ein bisschen so einschmelze. Und, noch ein bisschen Blei und so besorge. Dann haben wir unser Munitionsdefizit doch wieder unter Kontrolle. Mehr oder weniger. Da ist eine Tankstelle. Da sind Militärmisi. Da könnte was drin sein. Da gucken wir gleich mal nach. Wenn wir schon mal hier sind, sollte ich das mal in Augenschein nutzen. Hallo, wo willst du denn hin? Hallo, bleib hier. Sind wir bereit? So, von ja nicht, aber ja gut. Give me. Ist jetzt nicht, was ich haben wollte, aber ab jetzt sieht es nur noch aufwärts. Waffenparts, da haben wir auch noch ein bisschen was. Ja gut, dann schmeiße ich das erstmal raus, weil das krieg ich ja wieder. Das ist Stoff. Ich krieg gleich weiter. Erstmal müssen wir uns um die Zombies kümmern hier. Dankeschön. Ja, ja, kommt. Sind es vier? Drei? Ich habe jetzt gerade so überlegt, knüppeln technischerweise, aber könnte eine Herausforderung sein, ne? Rutsch. Ja, gut. Herausforderung und so. Naja, vielleicht krieg ich ja was. Alles mal ein bisschen rockieren. Nee, 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 nee. Soll ich nicht so viele ziehen, ne? Was die Ausdauer angeht. Nee, nee, warte mal. Ich hab gesagt, warte mal. Nie so schwer zu verstehen. Ey, ich muss was trinken, ne? Ich sehe mich gerade. Fähigkeit ist nicht vorhanden. Hey, 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 hey. Ey, ich hoffe, dass es jetzt nicht gelohnt hat. Also, Punkte technischerweise wahrscheinlich schon mal ja. bei den Rest bin ich mir nicht so sicher. Ja, gut, war Munition und Hort und so, ne? Prioritäten. Ja, Munition. Und was haben wir hier?
Hochmunition? Ja. Ja. Oh, gut, Nahrung. Das ist okay. Aber sonst ist hier nichts. Nichts. Hier unter war ja nichts versteckt. Nee. Dann würde man ja so eine kleine Beute sehen. Naja. Ein bisschen was ausgegeben und ein bisschen was eingenommen ist ja okay. So, ist hier irgendwie Polymanzei oder sowas? Nee. Sag mal, kann das sein? Also, ich habe in die letzte Zeit schon ein bisschen wenig davon gesehen. Was das an ihn tut. Was ist denn damit? Ich habe keinen Platz. Anders. Nee, so rum, genau. So, warte mal. Na, ja, das wird ja jetzt richtig bringen. Machen wir später. Warte mal, das brauchen wir vielleicht noch. Naja, gut. Wenn da Messing drin ist. Und so, einen und Eisen kriegen wir ja auch. Da werde ich schon eh zwei Kugeln rauskriegen. Ja, die brauchen ja bloß Blei und halt Kohle und Nitrat. Und das habe ich alle bei mir zu Hause. Kriegen wir schon eh zwei Kugeln zusammen. So ein Schrauber wäre jetzt geil. Oh. Ja, gut. Ich würde mal sagen, wir geben erstmal die Quest ab. Dass ich ein bisschen Platz machen kann und vielleicht die nächsten Sachen freischalte, weil das bringt so irgendwie nichts. Schon wieder voll. Das gibt's nicht. Obwohl, warte mal ganz kurz, die Batterie clean machen. Werde ich zwar nachher noch welche brauchen, aber jetzt ist erstmal das wichtig. Kann doch kein angeschraubtes Auto stehen lassen, die geht doch so nicht. So, jetzt können wir. Ich werde ja nochmal hierher vorbeikommen, also alle ganz gut. Alle ganz ruhig. So, Ziel erreicht. Wir müssen aber erstmal nach Hause. Ich muss erstmal Sachen loswerden. Sonst können wir die Quests nicht abgeben. Und ich frage mich jetzt gerade, sag mal, kann ich mir einen Erdbohrer herstellen? Das wäre jetzt schon so ein Ding, wo ich mir sage, das ist genau das, was ich jetzt brauchen könnte. Also es wäre schon mal nicht schlecht. Ah, Nase. Warten Sie mal kurz. Schauen wir mal kurz nach. Mir ist noch nicht freigeschalten. Schade. Fertigkeiten. Oh. Gut, das könnte noch nur eins wie sie Kündchen dauern. Ja, gut. Hätte ja sein können. Na denn. Warte mal, dich mache ich auch gleich mal leer. Nicht, dass wir dich vergessen. Jetzt noch einen Platz? Ja, hab ich. Ich muss ja gucken, dass wir so schnell wie möglich die Dreierkästen freischalten, ne? Also, keine Zeit. Aber doch, jetzt Munition eher doch Zeit. Well, that was fast. Nice job. Naja, sagen wir mal so. Ich nehme natürlich das. Oh, gucken Sie mal da. Eine Nagelpistole. Und Cash. Das heißt, wir haben die nächste Quest freigeschalten.
Und das ist noch nicht mal weit entfernt. Yippie-yay. Schön. Hab ich nie gesagt? Ich hab's euch gesagt. Ich hab's doch euch gesagt. Und jetzt haben wir auch noch eine Nahrungspistole. Ja, das ist ja mal nice. Und ich habe jetzt auch mehr Munition. Aber dazu muss ich jetzt eine Sache rausnehmen. Und dann nehme ich die Lampe raus, weil ich habe ja selbst eine Funzel. Störentechnischerweise. Denn nun gemacht. Keine Ahnung. Och, ist das schön. Ich habe zwar nicht mehr Munition, aber ich könnte. So, wir holen uns jetzt erstmal die Dreierquesten. Und wie gesagt, dass das nie so weit weg ist, das ist für uns so eine extra ein Bonus. So könnte ich mich wirklich darauf konzentrieren, dass wir erst bei den zerstörten Biomen die nächste Hütte hinstellen. Das ist nice. Ja, ja, ja. So, warte mal. Ja schon mal darin und du kannst dann schon mal in der Zwischenzeit so die eine oder andere Hülse fertig machen. Schön, weiter geht's. Weiter geht's. unter 1000 Meter, Alter. Löft doch. Ich meinte, ich fahr doch. Die Kohle mit bei? Ich sollte niemals zum Händler fahren ohne Geld. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Suchen Sie eine Parkposition. Also ich bin gespannt, was er hat. Erstmal eine Tasche. Mit einem Grillrost. Naja. Brezelbobbe. Ich bin wieder da. Aber erstmal muss ich gucken, was du so hast. Ein Hammer. Und Sachen zum Einschmelzen. Natürlich gut. Knochen. Stoff. Das ist der Stoff. Zeig euch. Eisen. Nichts. Ein Klo. Papier. Eine Kiste. Ich kann das so weitermachen. Ja. Okay. Nee. Fangen wir damit ja nicht erst an. Nochmal nicht. Das hat doch die ganze Zeit funktioniert. Hab ich schon. Kann ich ihm, aber will er verkaufen. Das ist so eine Sache, der hat nichts dagegen. Er kauft gerne seine Sachen. Das war's. Jetzt können wir bloß nach draußen gehen. Na, so schnell wollte ich noch ja nicht nach oben. Ah, das ist nicht das, was ich haben wollte. So, hier ist nichts. Ja, wie gesagt, ich brauche alles. Ich war jung und brauchte die nicht. Ja. Oh ja. Oh ja, 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 ja. Ja, das fühle ich. Das ist genau das, was ich haben will. Wie gesagt, man muss ja auch mal gründlich hier nachschauen. Ja, mal. Sorry, da draußen. Kann jetzt gerade nicht. Bin gerade am plündern. So. Hallo, Bob. Ich muss jetzt mal gucken, ob die Kohle überwiesen worden ist. Also,
muss ja mal so, ne, erstmal Butter bei den Fischern. Bei den Fischen. Ich frage mich, ob ich den jetzt vor seine Nase knacken kann. Also normalerweise kannst du ja Gegenstände nicht hier beschädigen. Ich schaue nur, ob das hier alles so seine Richtigkeit hat. Also muss man ja mal nachschauen. Naja, machst du Feder und dann zeige es raus. Ne? Sei froh, dass ich hier nachgucke. Und ich muss sagen, ist aufgeräumt. Hast du gut gemacht. You've been busier than a cat on a hot tin roof. Ja. Good job. Warten Sie mal kurz. Das gefällt den Carmin. Gut. Dann würde ich erstmal sagen, ich verkaufe Sachen. Ja, bevor wir hier Sachen machen, werden Sachen verkauft. Ist doch einleuchtend, oder? Macht man doch so. Das kann er haben, wie gesagt. Das auch, das nicht. Das brauchen wir nachher noch. Willst du ein Blümchen? Kriegst alle Blümchen. Hier hast du ein Blümchen. So, den Rest. Hier hast du noch ein bisschen was, aber... Ja, gut, hier die Batterie noch. Oh, ich könnte die Blätter rausmachen. Nee, kriegst du nicht. Hab's mir gerade anders überlegt. So, Scrappen. Nee, das will ich auch nicht. Da, ja, das ist das, was wir suchen. Für Elektrik. Nein. Technikfreak könnte ja auch, ja. Aber sonst hat er nichts. Gut, ja, das hat er noch. Und jetzt sollte ich auch nehmen. Ja, ja, warte mal. Das sollte ich auch nehmen, weil Mobilisierung fehlt uns jetzt bloß noch eben Buch. Ja, also. Ich würde mal sagen, wir nehmen uns schon mal eine Quest. Und noch ein bisschen Munition oben drauf. Nehmen wir uns. Ich würde mal sagen, wir sind für die Quest... Ja, Bob, ist doch gut. Warte mal ganz kurz. Wir sind jetzt ja gut vorbereitet. Ja. Und werden morgen eine Dreier-Quest machen. Also, wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Träumchen, schreibt in die Kommentare, was euch auf die Seele drücken tut. Und wir sehen uns morgen wieder. Hau uns rein, ich bin raus. Tschüss.